Wo kann denn da noch eine Opposition, die aus SPÖ und FPÖ besteht, thematisch ansetzen, Herr Hafenecker? Also ich weiß nicht, wo die SPÖ ansetzen wird, aber alleine wenn ich daran denke, welche Belastungswellen auf die Bürger zukommen werden, wenn die Grünen in einer Regierung sind, wenn ich nur daran denke, dass es jetzt Gerüchte gibt, dass man das Budget um 10 Milliarden Euro überziehen möchte, gleichzeitig Autofahrer bestrafen möchte, Pendler bestrafen möchte, ganz wichtige Projekte stoppen möchte, wie von der Waldviertel-Autobahn angefangen über die dritte Piste bis hin zum Breitspurprojekt, werden uns die Themen absolut nicht ausgehen. Und beide muss ich Ihnen widersprechen. Also ob das dann tatsächlich eine restriktive Migrationspolitik sein wird, gemeinsam mit den Grünen, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube eher, dass die ÖVP, wie wir es eigentlich in der Wahlbewegung auch vorhergesehen haben, ganz massiv nach links kippen wird und dass dieser Mitte-Rechts-Kurs, der vorher gefahren wurde, absolut nicht haltbar sein wird. Am Ende des Tages wird sich Sebastian Kurz demaskieren und wir werden ihm dabei helfen.